Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kamisim Purpur Wonderlock Soling zusammen mit Jordan. Moin. Heute mit einem neuen Team. Ja. Hoffentlich wird das Alle schon, überleben. ja, alle schon hochtrainiert. Aber zu Anfang muss jetzt erstmal, warte, was habe ich hier schon wieder Neues? In dem Beutel, wir wollen die Starter entwickeln. Und zwar haben wir uns da auch schon vorbereitet. Mein Krokodok entwickelt sich. Energieball. Ui, Mashallah, Memo. Seh ihn an. Skellokrok. Ja. Feuergeist! Feuergeist, what the fuck? Das brauche ich so hart. In der Arena. Weil dann könnt ihr mich mit normaler Attack nicht treffen. Das Loderlied. ist stark. Noch eine krasse Feuerattacke. Blut raus. Pflanze um Licht. Ich gebe dir nochmal den Rest. Leider geht er nicht nochmal hoch. Aber mit dem Team gehen wir jetzt rein. Kann ja mal kurz unsere Taktik mal schauen. Ich habe zwei Weil da Geistmons. kommt noch eine Entwicklung. Ach ja. Ich habe zwei Geistmons. Sehe ich gerade. Mit Let's wem go. terrakristallisiere ich? Magnetzone. Weiß nicht, mit Gardevoir könnte ich dann terrakristallisieren und dann mit Hypnose spielen. Okay, mit welchem Vieh fange ich? Ah, warte, das Scheißding hat immer noch einen Ich Trank, habe also sehe ich ja auch schon noch wieder. Meditales mit Kampftypen. Den werde ich auf jeden Fall nicht kristallisieren, weil der Bodentyp hat. Aber Meditales wird sehr wichtig in dem Kampf und Aurea Bar und Shellocrog. Die werden sehr wichtig. Okay, ich habe noch eine Flinkklaue. Wem drücke ich die rein? Habe ich allen Pokémon was gegeben? Ja. Am besten ein Mon, was wenig Initiative hat. Ja, du hast ja nur noch ein Pokémon noch nichts gegeben. Nur hierfür fehlt. Kommt's Hefe. Das scheint, ich habe mir das auch nochmal angeschaut mit dem Kampf. Mit der Prüfung meine ich. Es Gott, war ihr habt halt mir wirklich. erzählt, wie das ging. Ja, hier vorstanden anscheinend noch kleine Kinder und sowas, die einem das irgendwas Ja. erzählt haben. Okay, jetzt muss ich schauen. Normal. Hast du ihm erzählt, dass wir Okay. Game Over gegangen sind? Ja. Der schaut die Folgen, glaube ich, schon länger nicht mehr. Ja. Okay. Soll ich mit Klibber rein? Weil er normal ist. Zum Gestein ist. Starten. Ja. Klippe ist mit Kamerupt. Weil weder Flug noch normal sind da beides nicht effektiv auf Gestein. Ja, dann heb ihn dir lieber auf für Staraptor und dann terrakristallisierst du am Ende gegen Staraptor. Okay, Klipper wird gegen Staraptor Terra kristallisiert. Davor könntest du noch mit. Wen setzt er denn nochmal als erstes ein? Wie hieß er? Koalelu. Der. Ich könnte Hast auch du noch. irgendwie Kampfattacken oder sowas auf irgendeinem Mon? Ich könnte mit dem hier rein, mit. Magnezone. Weil Flug ist nicht. Also, falls. Die haben ja auch Flugattacken, sind nicht effektiv auf Elektro. Und nicht effektiv auf Stahl. Und normal ist. Nicht effektiv auf Stahl und normal effektiv Ich auf glaube, ich starte Elektro. mit meinem Starter. Ich werde mit dem Starter reingehen. Da mit Magnetzone. Und wenn ich mit da bis zum Trainer komme, dann. Warum bin ich so schwarz-weiß in der Facecam? What the fuck? Kein Jetzt Licht besser. an. What the fuck? Nee, ich habe einfach ein anderes. Genau, und dann mit Klibbe-Terra. Das wird so schrecklich, ich sag's dir. Naja. Wir Da den ist er hin. Bums nochmal bestellen oder was? Wait, ach, wir müssen ja doch rüber, ne? Müssen wir den Bums hier nochmal bestellen? Nee, wir haben die Arena-Prüfung schon geschafft.
Ja, aber ich spreche den hier an. Ja, ich möchte ihn herausfordern. Okay. Dacht schon. Das wird jetzt Müll. Hallo. Ja, wir kennen uns bereits. Halt deine Fresse. Ich hab fast schon Angst. Ich hab fast schon Angst. Ich hab Angst. Und da hinten ist ein fettes Raffel. Okay. Ayoki. Qualelu. Der hat aber nur drei Mons. Das waren Qualelu, Dummimiesel und Staraptor, oder? Genau. Ach, das war das. Oh, nein. Loderlied, komm. Ja, komm, laber nicht so lange. Okay, Qualelu ist Tuit KO. Er setzt Gena ein. Aber ich werde eh jetzt auswechseln. Glaube ich. Oder? Ist auch Tuit. Setzt Slam ein. Hm. Nochmal Energieball. Ist tot. Qualelu, ohne dass ich eingeschlafen bin. Nice. Nein, nein, der schläft auf jeden Fall ein. Nach der nächsten Runde. Nach Gena hast du eine Runde Zeit. Nee, der hat nicht Gene eingesetzt. Achso. Spukball. Ja, nicht auf jeden Fall. So, Dummiesel macht mir jetzt schon mehr Sorgen. Dummiesel meinst du? Dummiesel? Oh, ich hasse es. Ich glaube, ich gehe gegen Dummiesel mit... Oh, warte mal. Kann ich nicht mal auswechseln? Ah, doch. Ich gehe gegen Dummiesel entweder mit Meditalis oder selber mit Dummiesel. Soll ich, weil ich bin drei Level drüber. Hier selber mit dummen Das Miese. Ist ein Free-Hit. Außer Hyperbohrer zerstört mich. Das ist Two-Hit. Ich tue nochmal gegenheilen, glaube ich. Einmal gegenheilen. Okay, Dummi-Miesel gegen Dummi-Miesel. Als ob seiner schneller ist. Mach aber mehr Damage, glaube ich. Ja, safe. Soll ich Bubats schon mal opfern? Ich weiß nicht. Wieso? Wenn er einmal Schlangenblick einsetzen würde, dann hätte ich ihn. Aber wenn er, der haut mich jetzt die ganze Zeit auf die Hälfte runter und das ist halt... Na, dann geh mit dem Free Switch. Ja, okay. Dann... Oh, warte mal, fuck. Der hat... Energieball? Der hat jetzt meinen Dummi-Miesel gekillt. Und natürlich kann ich jetzt nicht angreifen, weil ich Para bin. Okay, das war's. Merk dir, deinen Hund darfst du nicht einsetzen. Ich hab Buckle, gar nicht gesehen, dass der so viel Damage gemacht hat. Hab ich gar nicht bemerkt. Ach, der ist schon tot? Oh, fuck. Ja, so, den Hund. Magnetzone. Ist Magnetzone jetzt? Warte, dann mach ich den Hund gleich mal wieder raus. Ja. Sollte ich Magnetzone Elektrostahl gegen Dummi-Miesel einsetzen? Warte, normal ist nicht sehr effektiv auf Stahl, ja, natürlich. Ich schreibe mir das nochmal auf. Okay, 80, 90. Ah, so knapp! Mach mal den roten Dings da weg. Ui. Ich sollte aber schneller sein. Soll ich es doch ansetzen? Ob ich schneller bin? Ah, heil lieber nochmal auf. Und mit wem gehe ich jetzt rein gegen Staraptor? Das ist ein fetter Arsch. Mit Gardevoir. Gardevoir terrakristallisieren und dann vielleicht Hypnose versuchen? Ja gut, das bringt mir jetzt nichts. Der wird die ganze Zeit wieder... Ja, guck mal deine Initiative an von Magneson. Ich kann mal gucken, wie viel mein Dummi-Miesel ungefähr hat. Weil er hatte ein bisschen mehr als meiner. Wo kann ich die Initiative anschauen? Drückst du drauf, A? Achso, Bericht. Bericht.
Mein Dummi-Miesel hat ungefähr 42er Init, also hat er ungefähr 50er Init. 56 habe ich. Dann solltest du schneller sein. Geh ich mal davon aus. Donnerblitz. Ja! Soll ich mit Hypnose versuchen? 60% Wahrscheinlichkeit, dass er einschläft? Wäre, glaube ich, gut. Okay, wechsle ich jetzt ein? Klibbe, oder gegen wen? Klibbe wolltest du. Oder versuche ich mit ihm noch? Ich weiß es nicht. Aber wie steht Flug? Ich guck mal kurz. Flug ist... nicht sehr effektiv auf Elektro und nicht sehr effektiv auf Stahl. Du kannst mit ihm drinnen bleiben. Normal ist... normal effektiv auf Elektro und nicht effektiv auf Stahl. Ich bleib drin. Aber ich muss gegenheilen. Ich muss gegenheilen. Das ist auch der erste Arenaleiter, der ein volles Team hat, aus den Pokémon, die auch wirklich seinem Typ sind. Ja. Nicht nur mit Terra-Kristallisierung. Der Staraptor ist ja, oh, ist ja, glaube ich, Typ normal, oder? Bin ich gerade dumm. Staraptor müsste normal Flug sein, oder? Normal? Nur normal? Glaube ich auch. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Los, Gardevoir, schläfer ihn ein. Den machen wir jetzt weg. Let's go. Fassade. Bitte mach nicht so viel. Oh, der Fassade. Oh! The fuck. Verfehlt auch noch Hypnose. Gardevoir ist fast tot. Kann sein Staraptor so krass sein, Digga? Ich verstehe nicht, warum das so ein bufftes Stück Scheiße ist, das Ding, ne? Ich aufheile, macht's auch nicht Sinn. Ich kann mal gucken, vielleicht geht er nicht auf Fassade. Ich hätte doch angreifen sollen, scheiße. Weil halt nicht, wie viel Gardevoir macht. Fassade. Oh mein Gott, warum labern die so viel? Er nimmt Fassade, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt macht Fassade nicht mehr so krass viel. Ja, das ist nicht sehr effektiv, ich liebe es. Weiß gar nicht. Elektrostahl. Das kann ja aber auch gar nicht sehr effektiv auf mich sein, warum macht das so viel Damage? Aeroass. Nochmal Fassade, okay, es ist schneller als ich. Das okay, er würde mich mit einer Fassade jetzt killen, aber ich weiß nicht, wie wer jetzt schneller ist. Ich glaube, er war schneller. Das ist ein Tool, glaube ich. Staraptor ist an sich auch schneller. Ich halte nochmal auf und gucke, was er macht. Ja, das ist super, dass du es schon schaffst jetzt. Muss ich es nur noch hier packen. Ja, der will nur mit Fassade rein und Fassade macht halt fast kein Damage. Okay, er macht wieder Fassade. Warte mal. Ich könnte jetzt predikten, wenn ich jetzt aufheile. Ich habe jetzt eine Flugattacke gemacht, dass er vielleicht danach auf eine Normalattacke geht, dann gehe ich auf das Krokodil. Aber er ist auch eingeschläfert. Ja. Und jetzt wurde Magnetzone Level 40. Freu dich noch nicht zu früh. Hab ich noch einen Top-Genesung oder sowas? Natürlich nicht. Muss es ausprobieren mit dem Krokodil. So. Okay, da war Aeroass. Nee, ich predikte noch nicht, dass er jetzt aufwacht. Ich heile wieder auf. Ich warte so lange, bis er aufwacht. Der schläft. Von Kalelu noch. Oh. Komm, wach auf.
kann nicht predikten, dass er jetzt schon aufsteht. Das wäre dumm. Jetzt wach auf, komm. Natürlich oh mein nicht, Gott, Alter. Wie lange pennt der denn? Digga. Scheiß Hyperheiler ein. Danach gehe ich nochmal mit dem Trank. Und dann greife ich an. Aufgewacht, nice. Critical. Oh, Volltreffer. So, und jetzt muss ich angreifen. Und hoffen, dass er gut Damage macht mit Loder Lead. Loder Lead, komm. Nice. Ja. Mit deinem Aeros sollte er mich nicht killen. Also das wäre ein Critical gewesen, da wäre es dann vielleicht riskant gewesen. Aber schraubt doch Zack. Nice. Jawohl. War nur dumm, Imiesel verloren. Aber auch nur, weil ich dumm war, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich hab die ganze Zeit eingesetzt und hab zu dir rüber geschaut. Da waren meine Augen wohl größer als mein Magen. Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Wenn ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier überreichen. Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hättest du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Mit dem Motorradhelm. Wenn du 5 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 45 leichter fangen. Und sie folgen all deinen Anweisungen. Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber nimm das hier bitte trotzdem. Endlich jemand, der weiß, wie wir wirklich heißen. Fassade. Ich finde das Essen hier ziemlich schmackhaft. Und keine Sorge, die Rechnung geht natürlich auf mich. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Nein, kommt jetzt nicht der Kampf gegen die Mila. Wollen wir hier die Folge beenden und das dann in der nächsten Folge machen? Wir sind ja jetzt bei 20 Minuten ungefähr. Oh fuck, jetzt kommt die. No. Ich gratuliere dir zu deinem Sieg in der Arena. Kay hat mir bereits von einer außergewöhnlichen Trainerin berichtet. Offenbar meinte sie dich damit. Ich habe deinen Kampf eben verfolgt und muss sagen, du bist tatsächlich überaus talentiert. Wenn du so weitermachst, könntest du vielleicht noch den Champ-Rang erhalten. Ich würde dich nur zu gerne in naher Zukunft für die Pokémon-Liga rekrutieren. Kind, ich weiß jetzt, mit welchem Pokémon ich gegen dich antreten werde. Dein Kampf in der Arena habe ich übrigens auch gesehen. Echt beeindruckend, wie schnell du immer stärker wirst. Chemni Mila, wie schön dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Was? Oh, was machen Sie denn hier mit Kind? Nummer 1? Ist hier jemand Wichtiges? Nummer 1? Nun, Nanu, habe ich dir das etwa nicht ordentlich erklärt? Alle schauen zu ihr auf und du kennst sie nicht einmal, oh je. Sie ist die absolute Nummer 1 und steht sogar noch über dem Champ-Rang. Ihr Name ist Sagaria, sie ist der sogenannte Top-Champ. In der Tat, neben meiner Funktion als Präsidentin der Pokémon-Liga fülle ich auch diese Rolle aus. Ich hätte gedacht, sie wären viel zu beschäftigt, die Arenen persönlich zu inspizieren. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin gekommen, um ein vielversprechendes Talent zu rekrutieren. Was? Ist Kind etwa schon so bekannt? Ich habe ihn aber zuerst entdeckt. Auch wenn sie der Top-Champ sind, können sie ihn mir nicht einfach so von der Nase wegschnappen.
Du scheinst dich wohl großer Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hinten anstellen, ich muss mich kurz muten. Gleich, ein paar Minuten. Wow, bei mir hat's auch geklopft. Ja. Yeah. Okay. So. Du scheinst dich über große Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hin. Ach, das hat mir schon. Ganz genau. Los, Kind. Ich schulde dir noch einen Pokémon-Kampf. Nein! Schnell, schnell, los. Auf zum Kampfplatz. Nein! Einen Moment, bitte. Was ist? Diesen Kampf würde ich mir nur allzu gern ansehen, aber nur, wenn euch das genehm ist. Aber natürlich, von mir aus kein Problem. Bist du einverstanden, Kind? Nein. Nein. Bitte seid meinetwegen nicht nervös. Tu einfach so, als sei ich nicht da. Achso, ich dachte, es wäre also Nein zum Kampf. Bitte können wir Nein sagen, bitte können wir Nein sagen. Nun denn, lasst uns gehen. Nein! Nein! Ich muss gleich weg, das geht jetzt nicht. Ich muss auch gleich weg. Das geht doch jetzt nicht. Können wir nicht einfach selber entscheiden, ob wir jetzt kämpfen wollen oder nicht? Bitte. Ey, in den anderen Pokémon-Spielen war das viel, so viel besser. Also, nochmal für dich. Achso, das bist du. Also nochmal für dich. Bla, jetzt habe ich nicht gelesen, weil ich. Du klapperst die verschiedenen Arenen ab und erkämpfst dir ihre Orden. Wenn du das geschafft hast, kannst du gegen die allerstärksten Pokémon-Trainer antreten. Das wissen wir doch schon. So ist es. Und zwar in der Pokémon-Liga. Sie befindet sich nordwestlich von Marcelona City. In der Pokémon-Liga wird würdigen Trainern der höchste aller Titel verliehen. Der des Champs. Sobald du 8 Arena-Orden beisammen hast. Wird das nicht auseinandergeschrieben? Kannst du eine Prüfung ablegen, die es in sich hat? Schaffst du es schließlich, selbst den stärksten Prüfer zu besiegen, wirst du zum Champ ernannt. Stell dir nur mal vor, wie sich das für dich anfühlen würde. Der Moment, in dem du zum Champ wirst. Die reden zu viel in dem Game. Du hast dein Ziel, die Bühne aller Bühnen vor Augen. Jetzt beginnt der Oh, nicht so schnell. Die Pokémon von Kind scheinen noch etwas erschöpft zu sein. Können wir bitte noch Nein sagen? Oh, sorry. Ich war schon so bereit für den Kampf, dass ich gar nicht daran gedacht habe. Aber dank des Top-Champs sind deine Pokémon jetzt wieder topfit. So versetz dich nochmal in die Situation von eben zurück, Kind. Los geht's, Kampf ist das... Wollen wir hier einfach die Switch ausmachen, die Folge jetzt beenden und dann später weitermachen? Apfel. Also ich macht Sinn. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr für den Kampf. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, dann beenden mal die Folge. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei, schaut bei Jordan vorbei und tschüss. Ciao.